Hallo, ich bin Robert Karasek. Ich präsentiere euch heute die neue LX700er Serie von Roland. Sie besteht aus drei Modellen. Zum einen das Flaggschiff, das LX708. Das sehen wir hier in Hochglanz. Dann haben wir noch das mittlere Modell 706 und das budgetfreundliche Modell LX705. Alle drei Modelle der LX700er Serie sind in puncto Klangerzeugung identisch. Sie unterscheiden sich jedoch deutlich bezüglich der Tastatur, was die Pedale angeht, das Lautsprechersystem und folglich auch das Gehäusedesign. Schauen wir uns erstmal an, was alle drei gemeinsam haben. Die Digitalpianos haben eine völlig neue Klangerzeugung. Statt Samples und den Supernatural Sounds, die man von Roland so kennt, in den früheren Modellen, setzt Roland nun auf sein nagelneues Pure Acoustic Piano Modeling. Was ist nun der Unterschied? Wir haben hier einen entscheidenden Vorteil. Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Sampling ist, der Sound ist deutlich detailreicher, mit allen Nuancen, die man von einem akustischen Instrument her kennt. Das heißt also, alle zahlreichen physikalischen Vorgänge eines akustischen Flügels werden mit dieser Pure Acoustic Piano Modeling Technologie simuliert und in Echtzeit errechnet. Das können beispielsweise Parameter sein, wie die Position des Deckels, ob der Deckel geöffnet ist oder geschlossen. Geräusche, die ein Pedal beim Treten macht. Das heißt, wenn die Dämpfer quasi die Saiten verlassen bei einem Flügel, dann hat man ganz, ganz leichte Geräusche. Geräusche, die beim Drücken oder beim Verlassen der Tasten zu hören sind. Die Stärke oder die Dicke der Hammerköpfe. Die Geschwindigkeit oder man müsste sagen die Trägheit, mit der sich diese Hämmer bewegen. Das Schwingen und das Verhalten der Saiten im resonierenden Gehäuse. All das führt zu dem Ergebnis, dass der Sound also viel, viel ausdrucksreicher ist, viel detailreicher, als man das mit einem ganz regulären Sample haben kann. Der Sound bekommt dadurch viel mehr Tiefe und ist deutlich realistischer im Verhalten. Also Stichwort mitschwingende Saiten, resonierende Saiten, Pedalisierung. Und selbst wenn einem die Piano-Klänge gar nicht so gefallen sollten, dann bemüht man einfach den Piano-Designer. Mit ihm hat man dann Zugriff auf genau diese zahlreichen Parameter und man kann sich den eigenen Flügelsound nach eigenen Vorstellungen personalisieren. Ihr könnt das sogar auf die Spitze treiben und jede einzelne Taste editieren. Und zwar im Tuning, also die Stimmung, im Charakter, ob der Klang der einzelnen Taste hell oder etwas dumpfer sein sollte und letztendlich dann auch in der Lautstärke. Mit diesen drei Punkten könnt ihr jede einzelne Taste dann nach eigenen Vorstellungen dann editieren. In der neuen LX-Serie stecken gleich zwei großartige Konzertflügel mit jeweils unterschiedlichem Klangcharakter. Zum einen haben wir hier einen europäischen Flügel, den sogenannten European Grand, mit einem sehr, sehr warmen und vollen Klang. Und zum anderen haben wir einen sogenannten amerikanischen Flügel, einen American Grand. Er ist deutlich heller, schärfer, man kann sogar sagen aggressiver. Dadurch eignet er sich natürlich vor allem für Popliteratur und Rock-Pianoliteratur. Und wenn man sich nun vorstellt, europäischer Flügel, amerikanischer Flügel, da kommt ein Pianist unweigerlich auf die Idee, dass man vielleicht einen Steinway-Flügel als Klangideal vorgenommen hat. Und natürlich sind auch viele weitere Sounds an Bord. Streicher, Flächen, Gitarren, Kirchenorgeln, also all diese Klänge, die man sonst von einem üblichen Digitalpiano auch kennt. Man kann diese Sounds ganz gewöhnlich als Layer oder als Split spielen. Da gibt es die gleichen Möglichkeiten wie in einem ganz regulären Digitalpiano. Wir haben beim 708 und beim 706 eine neue Tastatur,
die sogenannte Hybrid Grand Tastatur. Und das ist derzeit die beste Tastatur, die es im Hause Roland gibt. Was ist das Besondere? Die Tastatur hat verlängerte Tasten. Und das bietet dem Pianisten eine optimale Balance. Das heißt, ich kann auch sehr weit innen spielen, ohne dass die Taste zu schwer wird. Das ist toll, denn das ist auch für schwarze Tasten hier gültig. Somit habe ich über die gesamte Tastatur, über alle 88 Tasten, die gleiche Kraft aufzubringen. Und das ist für einen Pianisten unglaublich wichtig. Das gibt mir als Pianisten ein sehr, sehr realistisches Spielgefühl, eigentlich wie bei einem Flügel. Die Tastatur verfügt über eine Druckpunktsimulation, wie man sie auch von einem akustischen Original, von einem akustischen Flügel her kennt und aber auch nicht missen möchte. Die Oberfläche der Tasten hat natürlich die mittlerweile übliche Ebony and Ivory Beschichtung, aber für mein Empfinden ist die Oberfläche sogar noch etwas weniger rau als bei den vorigen Modellen und für mein Empfinden sehr, sehr angenehm. Das kleinste Modell, das 705, hat die neue PHA50 Tastatur und der Unterschied ist, die Tasten sind etwas kürzer als bei den beiden größeren Modellen. Und ein weiterer Unterschied ist, sie haben nicht das Feature Haptic Vibration. Was ist nun Haptic Vibration? Dieses Feature simuliert die subtilen Vibrationen, die bei einem Flügel aus dem Klavierkorpus auf die Tastatur übertragen werden. Man bekommt beim 708 in den Fingern und auch in den Pedalen ein wirklich gutes und realistisches Feedback über die gesamte Vibration. Und dieses Feature ist insbesondere in den unteren Registern der Tastatur spürbar. Und der Knaller ist sogar beim Spielen über Kopfhörer. Ja? Diese Vibrationen sind sogar individuell anpassbar. Ihr könnt sie verstärken oder auch komplett abschalten, wenn euch das gar nicht so gut gefallen soll. Die Pedale simulieren den Widerstand einer Flügelpedalerie. Das heißt, am Anfang geht das Pedal relativ leicht zu treten. Danach ist ein leichter Widerstand spürbar und dann ist das Treten des Pedals wiederum leichter, also wie bei einem originalen akustischen Flügel. Dieses Haptic Vibration Feature ist exklusiv im Flaggschiff LX708 vorhanden. Das Lautsprechersystem liefert einen äußerst kraftvollen und vor allem vielschichtigen Klang. Das Flaggschiff 708 bietet uns ein Vier-Wege-System mit gleich 8 Lautsprechern. Das mittlere Modell hat ein Drei-Wege-System mit 6 Lautsprechern und das kleinste Modell, das LX705, das hat ein Zwei-Wege-System mit 4 Lautsprechern. Jeder einzelne Lautsprecher wurde spezifisch optimiert und übernimmt bestimmte Aufgaben. Und das Besondere ist, alle Lautsprecher sitzen an bestimmten Stellen, um den Klang bestmöglich und vor allem realistisch wiederzugeben. Ihr seht, auf der Oberseite des 708 könnt ihr den Deckel öffnen. Und bei allen drei Modellen könnt ihr auf der Vorderseite einen weiteren Deckel öffnen oder auch schließen. So, wofür ist das gut? Man erreicht damit natürlich eine subtile Klangvariation und eine optimierte Klangprojektion. Die sogenannte Pure Acoustic Ambience Technologie reproduziert einen bestimmten Raum um den Pianisten herum. Das ist nicht nur der übliche Club oder
ein Konzertsaal oder die übliche Kathedrale, sondern es könnte auch ein Raum mit Holzwänden sein oder mit Steinwänden. In jedem Fall gibt dieses System den reichhaltigen und raumfüllenden Klang eines Flügels sehr detailgetreu wieder. Auch in puncto Konnektivität sind diese Pianos natürlich voll auf Höhe der Zeit. Sie sind mit Bluetooth, MIDI und Audio ausgestattet. Somit könnt ihr also diese Pianos wunderbar mit Software-Apps nutzen. Das könnten Instrumente sein, das könnten Recording-Apps sein oder Notations-Apps. Oder aber ihr nutzt diese Audio-Funktion, die Bluetooth-Audio-Funktion, um Audio-Playbacks zu übertragen, entweder nur um Musik zu hören, quasi als HiFi-Ersatz, oder aber als Backing-File, um einfach mal mitzuspielen. Sicherlich toll fürs eigene Wohnzimmer oder aber auch in Musikschulen, in Musikinstitutionen, eine sehr, sehr interessante und zeitgemäße Sache. Und natürlich ist auch USB mit an Bord. Ihr könnt einen USB-Stick anstöpseln und darüber Audio-Files abspielen oder abspeichern. Und genauso gut könnt ihr eure eigenen Registrierungen und Settings auf dem USB-Stick verewigen und abspeichern. Zum anderen haben wir den zweiten USB-Port, um das Klavier mit einem ganz regulären Computer in eure Studio-Umgebung einzubinden. So, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Überblick bekommen über die drei Modelle der neuen LX700er Serie von Roland. Ich würde euch sehr empfehlen, kommt mal hier vorbei zu Bauer Music in Heusenstamm und spielt alle drei Modelle mal an. Der größte Vorteil ist nämlich, ihr könnt hier alle drei Modelle im 1:1 Vergleich spielen und antesten und euer eigenes favorisiertes Modell raussuchen. Lasst es euch gut gehen, bis bald, euer Robert Karasek.